Wir leben in einer außergewöhnlichen Zeit. Unsere Umwelt verändert sich rasch. Wo informierst du dich? Auf welche Fakten berufst du dich? Wem vertraust du? Nehmen wir zum Beispiel den Klimawandel. Was denkst du, sind seine Folgen? Was können wir tun? Und wie gehen wir mit seinen Auswirkungen um? Wir von der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft, WSL, forschen zu den Themen Wald, Landschaft, Biodiversität, Naturgefahren sowie Schnee und Eis. Unser Ziel ist es, dass wir alle die Zusammenhänge und Prozesse in der terrestrischen Umwelt besser verstehen. Wie? Mit beobachtbaren Tatsachen. Warum? Weil Wissen uns die Türen öffnet für einen verantwortungsvollen Umgang mit unserer Natur und für eine nachhaltige Umweltpolitik. Das ist die Leidenschaft meiner über 600 Kolleginnen und Kollegen an unseren Standorten in Birmensdorf, Davos, Gadenazzo, Lausanne, Sion und überall dort, wo sie ihre Forschung hinzieht. Bis ins Detail beobachten und dokumentieren sie meine, deine, unsere Umgebung. Wir erforschen Abläufe und Zusammenhänge, um zukünftige Entwicklungen besser prognostizieren zu können. Schweizweit nutzen wir über 6000 Versuchsflächen zum langfristigen Monitoring und unsere Labore gehören zu den modernsten ihrer Art. Wir bewegen uns in unseren 5 Forschungsgebieten an der internationalen Spitze und als eidgenössische Forschungsanstalt ist die WSL Teil des ETH-Bereichs. Unser Wissen geben wir weiter, zum Beispiel indem wir an Hochschulen lehren, Studienabschlussarbeiten betreuen oder unsere Forschungsergebnisse in Schrift und Bild für die Öffentlichkeit aufarbeiten. Und wichtig, die WSL ist auch ein berufliches Sprungbrett und eine einzigartige Chance für dich, dich in den Naturwissenschaften zu engagieren. Was ist mit dir? Bist du bereit, die Schweiz zu erforschen? Komm, gehen wir ein paar Schritte zusammen. In 100 bis 150 Jahren wird hieraus eine ausgewachsene Buche oder auch nicht. Buchen sind nicht für Hitze und zunehmende Trockenheit, wie wir sie in Zukunft vermehrt erwarten, geschaffen. Wir stecken inmitten großer globaler Probleme, die jetzt Antworten und wissenschaftlich fundiertes Handeln erfordern. In der Waldforschung arbeiten wir deshalb eng mit den Praktikern zusammen. Sie müssen heute wissen, welche Arten an welchem Standort in 100 Jahren überlebensfähig sein werden. Ob eine Eiche oder Weißtanne bessere Chancen haben wird als eine Buche oder Fichte. Aus der Sicht der Natur braucht es unser Eingreifen nicht. Fällt eine Art aus, setzt sich eine neue durch. Der Natur ist das egal, uns Menschen aber nicht. Unser Wald übernimmt ganz viele Funktionen, die von großer Bedeutung für uns sind. Der Wald ist Filter, Klimaanlage, CO2 und Wasserspeicher. Er liefert uns Holz und schützt uns vor Naturgefahren. Außerdem ist der Wald ein Erholungsraum und lässt uns in seiner Vielfalt staunen. In unserem einzigartigen Pflanzenschutzlabor nehmen wir einheimische und eingeschleppte Organismen unter höchsten Sicherheitsmaßnahmen unter die Lupe. Einige der schädlichen Kleinstorganismen kennen wir noch nicht, andere kennen wir sehr gut, die wollen wir hier aber nicht, weil sie sehr starke Schäden an vielen unserer Bäume hervorrufen können. Dies wiederum hätte massive ökologische und ökonomische Konsequenzen. Der Wald ist unser wichtigstes Forschungsthema. Dabei kooperieren wir mit wissenschaftlichen Institutionen auf der ganzen Welt. Wir erforschen, wie anpassungsfähig unsere Wälder sind. Die Jahrringe der Bäume lassen uns Jahrtausende zurückschauen. Wir untersuchen, wie wir die Ressource Wald nachhaltig bewirtschaften können. Wir untersuchen den Waldboden als Kohlenstoffspeicher und die Organismen, die seine Funktionen aufrechterhalten. Wir wissen, wie es dem Wald in der Schweiz geht und wie sehr wir ihn nutzen können, ohne dass es Nachteile mit sich bringt. Schweizer Holz ist daher immer eine gute Wahl. Der Wald ist wichtig für die Schweiz. Nutzen wir ihn gemeinsam, und zwar nachhaltig.
Biodiversität ist überall. Sie produziert praktisch alle unsere Produkte, auch Luft und Trinkwasser. Sie entsorgt unsere Abfälle und schützt uns vor Naturgefahren, Hitze und Krankheiten. Und sie dient uns zur Erholung. Gratis, versteht sich. Der Wert der Biodiversität ist kaum bezifferbar. Sie ist unsere Lebensgrundlage. Die Biodiversität ist auch ein faszinierendes Forschungsgebiet. Mach dir selber ein Bild. In der Schweiz kennt man rund 49.000 Arten und es werden immer wieder neue Arten in der Schweiz entdeckt oder aus Versehen eingeschleppt. Teils können diese Arten großen Schaden anrichten. Wir versuchen, das Verhalten dieser eingeschleppten Arten zu verstehen, um ihre Ausbreitung, wo nötig, zu verhindern oder einzudämmen. Aber auch wir Menschen richten Schaden an. Dass etwa eine von drei Arten in der Schweiz vom Aussterben bedroht ist, können wir uns zu einem großen Teil auf die eigene Kappe schreiben. In der Schweiz haben wir rund 90% aller Moore zerstört. Heute sind wir schlauer und wissen, dass Moore im Kampf gegen den Klimawandel von großer Bedeutung sind. Wir wissen noch längst nicht alles, aber damit wir mit solchen Katastrophen zukünftig umgehen können, erstellen wir Wahrscheinlichkeitsmodelle und zeigen Wenn-Dann-Beziehungen auf. Dafür sammeln wir Umwelt- und Biodiversitätsdaten in der ganzen Schweiz. Schaut man genau hin, erkennt man faszinierende Kreisläufe, wie hier zwischen Pilzen, Flechten, Ameisen und Bodenlebewesen. Wir haben auch ein Auge auf die genetische Vielfalt der Arten. Um eine gesunde Durchmischung zu ermöglichen, werden sogar Brücken über menschengemachte Hindernisse gebaut. In der Biodiversitätsforschung sind wir an der Lösung des Konflikts zwischen den Menschen und der Natur interessiert. Mich persönlich treibt die Neugier an. Das gewonnene Wissen führt bei mir zu einem respekt- und verantwortungsvolleren Umgang mit der Natur. Darum mein Tipp: Behalte sie die Neugier. Mit lieben Grüßen aus der Schweiz. Welches Sujet wählst du aus? Wo fühlst du dich wohl? Wo zu Hause? In der Landschaftsforschung beschäftigen wir uns damit, wie man ein ressourcenschonendes Leben führen kann. Idealerweise ist es auch ein schönes, gesundes und entspanntes Leben, welches vor der eigenen Haustüre die Balance zwischen Produktivität und Erholung bietet. Wir messen die Landschaftszerschneidung, die Zersiedelung, die Lichtemission, alles, was die Landschaft verändert. Bist du glücklich? Auch das interessiert uns. Wir wollen verstehen, was dir an deinem Wohnort gefällt und was weniger. Umfragen zeigen, dass wir mit Vorliebe im Dorf zu Hause sind. Wohnst du auch in einem Dorf oder ist das Dorf schon längst zu einer Agglomeration zusammengewachsen? Tankstelle, Supermarkt, Fastfood-Restaurant, gute Verbindungen in größere Orte und doch dörflich. Solche Agglomerationen prägen das Landschaftsbild an vielen Orten in der Schweiz. Hier leben fast 3/4 der Schweizer Bevölkerung. Ein oft gelebter Traum ist eine Familie gründen und ein Häuschen auf dem Land beziehen. Sehr romantisch, aber nicht das beste Modell für unsere Umwelt. Wie wird es möglich sein, das Spezielle zu erhalten, die Identität zu bewahren, ohne sie künstlich zu konservieren und die Entwicklung zu untergraben? Welche Konsequenzen ergeben sich für die Natur, die Biodiversität und unsere natürlichen Ressourcen? Auf diese Fragen suchen wir Antworten und entwickeln daraus Zukunftsszenarien. Die Ergebnisse liefern Grundlagen für politische und wirtschaftliche Entscheidungen. Und die liegen immer wieder in deiner Hand. Wenn es bei der nächsten Abstimmung zum Beispiel um einen Straßen- oder Eisenbahnausbau geht, beachte mal ganz bewusst den Raum, den du mit deiner Stimme eventuell vergibst. Nur wer eine Vision hat, kann sie Wirklichkeit werden lassen. Drum frage ich dich, wie soll die Schweiz der Zukunft aussehen? We'll be right back.
Die Wahrscheinlichkeit, dass sich in diesem Moment ein Stein löst und mich tödlich verletzt, ist geringer als die Gefahr, dass ich bei einem Verkehrsunfall auf dem Weg hierher verunglücke. Trotzdem, es ist keine gute Idee, hier zu picknicken. Risiko null gibt es nicht und mein Leben ist zu kostbar. Sobald bei einer Straße, Bahnlinie oder einem Wohnquartier die Chance, durch eine Naturgefahr zu sterben, höher als 1 zu 100.000 ist, greift der Staat mit Schutzmaßnahmen ein. Die Schutzmaßnahmen dürfen dann, etwas vereinfacht gesagt, bis zu 6,6 Millionen Franken kosten pro Mensch, der hier tödlich verunfallen könnte. Heftig, oder? Das Leben ist doch unbezahlbar. Aber es ist gewissermaßen unser Job, Leben zu schützen. Und dafür müssen wir dem Menschenleben ein Preisschild geben. Nur so kann das Risiko ganzheitlich eingeschätzt werden. Im alpinen Raum gibt es viele gravitative Gefahren. Alles will nach unten. Wie, wann und warum untersuchen wir anhand diverser Experimente und Simulationen. Unser Institut für Schnee- und Lawinenforschung ist international bekannt. Im weltweit einzigartigen Forschungsgelände im Valle de la Sion blicken wir ins Innere der Lawinen. Die gewonnenen Daten helfen uns dabei, Lawinen und die Gefahren, die von ihnen ausgehen, noch besser zu verstehen und einzuschätzen. Unsere Lawinenbulletins gelten als die verlässlichste Informationsquelle über tagesaktuelle Lawinengefahren. Und doch, pro Jahr sterben durchschnittlich 23 Personen durch Lawinen. Über 90% der Lawinen werden durch uns Menschen verursacht. Das gilt übrigens auch für Waldbrände. Sie gehören zu den vielen Naturgefahren, mit denen wir in der Schweiz leben. Und sie werden durch die längeren Trockenphasen immer häufiger. Sind die Wälder intakt, können sie Leben retten, indem sie als natürlicher Schutz vor Steinschlag und Lawinen dienen. Kennst du das Sprichwort? Wenn die Gefahr weit weg ist, ist es leicht, mutig zu sein. Das hat was. Mit unserer Forschung schaffen wir greifbare Beurteilungsgrundlagen für die Politik, die Wirtschaft und auch für dich. Auf die Vernunft! Eis und warme Temperaturen. Eine herrliche Kombination. Leider nicht von langer Dauer. Wieso ich dir das erzähle? Pass auf! 70% des gesamten Süßwassers der Erde ist gefroren. Hier stehe ich also vor einem großen Süßwasserlager. Die Gletscher der Schweiz beinhalten heute viermal so viel Wasser wie der Vierwaldstätter See. Wasserschloss Europas werden die Schweizer Alpen manchmal genannt, denn erstaunlich viel Wasser stammt von hier. Wegen den steigenden Temperaturen schmelzen die Schweizer Gletscher und bis Ende des Jahrhunderts könnten sie ganz verschwunden sein. Wir erforschen, wie sich Gletscher verändern und welche Folgen dies hat. Wir befassen uns auch mit den Folgen und was gegen sie unternommen werden könnte. Gefrorene Böden werden Permafrost genannt. Wenn dieser taut, kann er instabil werden. Rutschungen oder sogar Felsstürze können die Folge sein. In der Antarktis, Arktis oder auch im Himalaya gibt es noch viel größere Gletscher als hier in den Alpen. Immer wieder machen wir Expeditionen, um sie besser zu verstehen und untersuchen mitgebrachte Schneeproben in unseren Labors. Schnee verändert sich ständig. Mal wird er hart und dicht, mal bröselig wie Zucker. In der Höhe wird er zu Firn und später zu Gletschereis. Die Schneedecke speichert Wasser vom Winter in den Sommer hinein. Die Schneedecke ist auch eine Art natürliche Bettdecke für Tiere, Pflanzen und den Boden und schützt vor Kälte. Sie ist Unterlage für Ski- und Snowboardsport und manchmal kann sie innerhalb Kürze zu einer gefährlichen Lawine werden. Und genau deshalb wollen wir verstehen, wie sich Schnee und Eis in der Natur verhalten. Und was ist, wenn der Schnee nicht mehr reicht oder ganz ausfällt? Auch damit beschäftigen wir uns. Wie siehst du das? Sollen wir nur noch wandern oder auf künstlich beschneiten Pisten fahren? Und? Konntest du von diesem Kurztrip etwas für dich mitnehmen?
Hast du Fragen an unsere Forschungsteams? Gibt es Themen, über die du mehr wissen möchtest? Schreibe uns und folge uns auf wsl.ch für weitere spannende Berichte rund um unsere Umwelt.